Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Glatt rasiert. Ja, ich komme aus der Dusche, die Haare sind gemacht und jetzt wird Zeit, endlich mal diese Stoppeln hier aus dem Gesicht zu bekommen. Jetzt geht's ans Rasieren. Ja, rasieren wollen wir uns heute mit einem besonderen Rasierhobel. So schaut er aus. Schickes Blau. Es ist der Razor Rock Eco. So nennt sich der hier. Ja, der Razor Rock Eco hier, der stammt von Sigi Kalkmann, einer der Dauersupporter hier des Kanals eigentlich. Schöne Grüße zu dir nach Hannover, mein lieber Sigi. Ja, der hatte sich den Razor Rock Eco zugelegt und musste feststellen, dass er ihn für die tägliche Rasur oder auch so um in der Rasurrotation oder Rasiererrotation drin zu sein, zu aggressiv ist. Also war nichts, also zu aggressiver Rasierer. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht und gesagt, Mensch, das kann man ja mal ganz gut austesten hier. Ich habe mich noch nicht mit ihm rasiert, kann also jetzt dazu nichts sagen, mache mich hier aber auf alles gefasst. Denn in der Razor Rock intern Aggressionsliste, nenne ich sie mal, wo Razor Rock seine Rasierhobel da nach einem System rankt, also nach Direktheit und Aggressivität, liegt der Razor Rock Eco hier auf Platz 24. Und ein Rasierer, mit dem ich gut zurechtkomme, von Razor Rock, nämlich der Razor Rock Game Changer mit dem Klingenspalt von 0,68. Das ist ein Rasierer, der wirklich sehr angenehm ist, mit dem ich bestens zurechtkomme. Der liegt bei Razor Rock auf der Liste auf Platz 6. Also da sieht man schon einen deutlichen Unterschied von Platz 6 zu Platz 24, auf dem hier der Razor Rock Eco liegt. Also da mache ich mich auf einiges gefasst hier. Ja, ein toller Rasierer. Ihr seht es, es ist ein Single-Edge-Rasierer, also er hat hier nur eine Schaumkante. Auf der anderen Seite, da kann man sich dann, wenn man ihn dreht, nicht mit rasieren, sondern hier nur mit der einen Schaumkante. Ist ein Aluminium-Rasierer, wiegt daher auch nur 35 Gramm, also ein absolutes Leichtgewicht und hat hier eine Grifflänge von 8,5 cm und hier unten hier diese Raumkapsel, wie auch immer man das nennen will. Deswegen nennt sich hier dieser Griff auch UFO. Also das ist hier der Razor Rock Eco UFO, so würde man den bezeichnen. Ja, diese Single-Edge-Köpfe erfordern besondere Klingen, nämlich Single-Edge-Klingen. Das sind quasi Klingen, ich will euch das einmal hier so ein bisschen auseinanderschrauben, Klingen, halbe Rasierklingen, also halbe DI-Klingen, Single-Edge-Klingen, die passen hier rein. Wenn man keine zur Hand hat, ist das nicht so wild, dann kann man sich auch eine Single-Edge-Klinge relativ einfach basteln. Ich hatte mir heute die Zorik rausgesucht für den Razor Rock Eco. Zorik ist eine Klinge aus Indien, eine relativ milde Klinge. Und wenn man so einen aggressiven Rasierhobel hat, dann macht das Sinn, den so ein bisschen zu zähmen mit einer relativ milden, smoothen Klinge. Und das soll die Zorik hier eigentlich heute bringen. Ich will einmal die Packung aufmachen, die ist ganz neu. Wenn man jetzt so eine Single-Edge-Klinge hat, eine Double-Edge-Klinge, das ist eine normale Rasierklinge, da kann man sich, wie gesagt, selber eine basteln, indem man einfach die Klinge hier nimmt. Jetzt zeige ich mal allen denen, die das noch nicht kennen hier, die so ein bisschen zusammenfaltet und hier einmal an den Enden drückt. So, dann hört man es zweimal klacken. Das heißt also, die Stege sind gebrochen. Jetzt zeige ich euch einmal das Resultat. Dann haben wir jetzt hier eine geteilte Rasierklinge. Das ist immer ein bisschen schwierig, die dann hier rauszufummeln. So, dass ich mir noch die Finger aufschneide. Jetzt ist die Rasierklinge hier durchgebrochen. Und man kann diese Hälften jetzt in den Single-Edge-Rasierer einlegen. So funktioniert das, wenn man jetzt keine Single-Edge-Rasierklinge zur Hand hat. Ich hatte aber welche zur Hand und habe mich dann auch umentschieden, die heute zu nutzen. Und zwar
sind das diese Klinge und die stammt vom Leaf Razor. Der Leaf Razor ist eigentlich mein einziger Single Edge Razor, den ich habe. Hier dieser, so schaut er aus, hatte ich euch auch schon mal im Video gezeigt. Ist ein toller Rasierhobel und ich hatte eigentlich nie vor, mir so einen Single Edge Rasierer zu holen, weil ich so von der Sinnhaftigkeit bis heute immer noch nicht so richtig überzeugt bin. Also warum nimmt man hier so einen Double Edge Razor und beraubt den hier einer Schneidkante, das verstehe ich nicht. Also das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. Also hier kann ich mich schön rasieren und wenn die Seite voll ist mit Schaum, dann drehe ich ihn und rasiere hier weiter. Das ist hier bei denen ja nicht gegeben. Dann kann ich mich rasieren und dann ja, fange ich wieder von vorne an und es ergibt für mich irgendwie nicht so richtig Sinn. Trotzdem sind die Dinger ja beliebt und viele nutzen den. Und ich nutze den hier eigentlich auch recht gerne, weil er so ein bisschen, also besonders die Leute, die jetzt vom Systemrasierer herkommen und dann umsteigen auf die Rasierhobel, die klassische Nassrasur mit Rasierhobel, also da kommt es dem so ein bisschen nahe, einer Systemrasierer-Rasur. Aber ansonsten macht das für mich mit den Single-Edge-Rasierern irgendwie, weiß ich nicht, ergibt nicht so richtig Sinn für mich. Trotzdem finde ich den Leaf hier einen tollen Rasierer und ich mag auch hier unheimlich gerne den Razor Rock Eco hier in der Hand halten und bin jetzt ganz gespannt, wie er denn endlich rasiert. Ich will hier einmal eine Klinge auspacken hier von den Leaf Razor, das sind nämlich auch sehr, sehr schöne, milde Klingen. Wie gesagt, da werden wir uns heute umentscheiden. Ich zeige euch die einmal, pack die euch aus. Das ist jetzt noch fummeliger, als ohnehin schon so eine Rasierklinge auszupacken, finde ich immer auch recht fummelig. Hier aus diesem sind die auch nur noch halb so groß. So. Also so sieht jetzt eine originäre Single-Edge-Klinge aus. Im Prinzip genau wie das, was wir eben gesehen haben, wie eine durchgebrochene, normale Rasierklinge. So, uns den hier einmal nehmen und einmal die Klinge einlegen. Ja, hier ist der Kopf. Und wir nehmen uns jetzt einmal hier die Klinge und legen die, zeige ich euch gleich noch, von Dichten hier ein. So liegt die Klinge jetzt hier drin, wird also von diesen kleinen Pins hier gehalten. Dann kommt hier der Kamm rauf, Klinge wird hier schön eingespannt und schrauben wir ihn zu. So, und jetzt sieht man hier die Klinge. Und man sieht sie schon, also das finde ich schon vom Auge her, die schaut hier schon ganz schön weit raus. Also bin ich mal gespannt. Okay, den Rasierhobel haben wir jetzt schon ready. Ich lege ihn euch jetzt noch einmal kurz auf den Drehteller, wie versprochen. Dann könnt ihr euch ihn noch einmal von Dichten anschauen und dann machen wir mit den anderen Firlefanz hier weiter.
Ja, da bin ich wieder und dann können wir uns jetzt durch die weiteren Produkte hangeln. Also wenn man so einen Rasierer benutzt, der relativ aggressiv ist, macht das Sinn, eine milde Klinge zu nutzen und eine gute Pre-Shave. Und das wollen wir heute hier nutzen. Und zwar ist das die Prograso Pre-Shave Creme Protettivo, also ausgelegt, insbesondere die Haut zu schützen. Das werden wir schön satt auftragen. Dann werden wir als Seife heute nutzen, auch ebenfalls von Sigi Kalkmann, die Mon Savon. Ich glaube, das spricht man so aus. Ich habe Französisch nie in der Schule gehabt. Mon Savon au lait. Au lait heißt also schon mal mit Milch, das weiß ich. Und es sieht auch so ein bisschen milchig aus hier, die ganze Geschichte. Ist eine Rasierseife, die kommt aus Frankreich, ist ein schöner, netter, cleaner, seifiger Duft, macht einen tollen Schaum. Wir werden direkt deswegen hier in diesen Container aufschäumen und zwar mit diesem Pinsel hier. Den kennt ihr auch schon. Das ist der Sagreda Familia von Yaki und zwar habe ich den hier gekauft als defekt für unter 10 Euro. Gilt als defekt, weil hier unten vergessen wurde, hier die Gravur einzubringen. Hier steht ja so ein Yaki und die Knotengröße hier. Es sind 24 mm Synthetikknoten. Toller Pinsel, wie gesagt, bei AliExpress gekauft im Yaki Store für unter 10 Euro. Und er galt als defekt. Also andere Defekte als das hier, das fehlende Logo hier, konnte ich an dem wirklich nicht finden. Ja, mit denen werden wir hier schön diese wirklich wohlduftende Seife direkt aufschäumen. Die schäumt wie verrückt und dann können wir schön im Gesicht nachher den Schaum verteilen. Ja, für hinterher habe ich mir auf jeden Fall hier den Alone Block hingelegt. Den werden wir auch anwenden. Also ich hoffe, dass der Rasierer mich so ein bisschen in Ruhe lässt. Also die Haut hier, die ist gerade bei mir wieder so einigermaßen intakt. Also die Reizung und so, die von den letzten Tagen, die sind jetzt quasi komplett abgezogen und deswegen wäre das ärgerlich, wenn er jetzt hier ankommt und das alles wieder zunichte macht. Also würde ich mich sehr ärgern. Deswegen werden wir auf jeden Fall mit dem Osma Alone Block da einmal übergehen. Hinterher wird es eine ganz, ganz tolle Sache geben und zwar ist das dieses Rasierwasser kommt. Übrigens ebenfalls ein netter Channel Support von Sigi Kalkmann. Das ist das Kuba Gold. Kuba Gold, ja, sieht aus wie hier so eine Zigarre nachempfunden. Irgendwie. Kuba Gold ist ein ganz, ganz toller Dupe vom Le Mal von Jean-Paul Gaultier. Wirklich duftet astrein. Also ganz wunderbar. Das Le Mal habe ich früher sehr, sehr gerne und auch sehr exzessiv getragen, lange, lange Zeit. Den konnte ich irgendwann nicht mehr riechen und habe es jetzt quasi wiederentdeckt. Also wirklich ein toller Duft. Riecht minzig, es ist Grapefruit drin, es ist Pfeffer drin, es ist Vetiver drin, es ist ein bisschen Vanille drin. Ganz, ganz toller Duft, also das hat mich wieder total zurückgebeamt in die Zeit, wo das Le Mal da benutzt hatte. Das werde ich mir, glaube ich, auch nochmal wieder kaufen, obwohl gesagt wird, also das soll auch unheimlich an Power verloren haben. Das hat man wohl sehr beschnitten. Dieses hier, ein Aftershave, duftet jetzt nicht so lange, aber hat keine absolut schlechte Haltbarkeit, kann man nicht sagen. Ich will ihn einmal sprühen, ist ja ein Spray. Das ist echt ein toller Duft, da freue ich mich drauf. Vielen Dank nochmal, Sigi, für diesen netten Support. Den hatte ich bei mir auf meiner Amazon-Wunschliste, habe ich immer wieder raufgesetzt und habe gedacht, Mensch, und habe mich total gefreut, als das denn hier ankam, als Channel Support überraschenderweise, das schöne Kuba Gold. Ja, eine tolle Geschichte, da freue ich mich sehr. Das wird ein schöner Abschluss werden. Ja, die Haut werden wir dann versuchen, nachher so ein bisschen runterzubringen mit dem Nivea Aftershave Balsam. Ich denke, das kann die Haut nach so einer Rasur, die dann so einigermaßen aggressiv offensichtlich ist, wohl ganz gut gebrauchen. So, das war's. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch gleich an. Ich lasse mal so ein bisschen Wasser hier unten in meine Schüssel und mache mir dann jetzt immer die Stoppeln nochmal nass. Dann fangen wir jetzt direkt an. Klinge liegt ja schon drin. Dann können wir jetzt hier das Protettivo von Prograso einmal auf die Haut auftragen und dann gleich damit anfangen, die Seife aufzuschlagen. Spiegel hier nochmal so ein bisschen zurechtrücken. Und hier so ein bisschen Schutz auf die Haut geben. Ja, da bin ich gespannt, was der Razor Rock Eco
also produziert hier im Gesicht. Wie gesagt, warum der Eco heißt, also keine Ahnung. Weil er aus Alu ist oder weil man nur halb so viele Klingen verbraucht oder keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Es gibt ein ähnliches Modell von Razor Rock. Das ist der Razor Rock Hawk. Der soll noch aggressiver sein. Also, so, den dipsen wir jetzt hier einmal in Wasser ein. Und dann nehmen wir uns hier diese wohlduftende, tolle Seife und fangen mal an, hier so ein bisschen zu schäumen. Mal gucken, wie das geht. Also beim letzten Mal hat die hier geschäumt die Hulle. Zählt die hier fast aus dem Dings hier raus, aus dem Tiegel. Wir können das so machen. Können hier gleich die Seife rausnehmen und schlagen den Rest dann hier im Tiegel auf. So, ist genug da. Nehmen wir hier mal die Seife raus, komm mal raus hier, du Bock. Jetzt nehmen wir hier einfach und schäumen hier drin weiter auf. Genau, ein wenig Wasser noch. Also ist jetzt nicht so viel Schaum, aber schöner Schaum. Den werden wir uns jetzt hier einmal. Wir brauchen ja auch nur. Ich denke, wir machen wieder zwei Durchgänge. Bei der Aggressivität, der soll sehr gründlich sein. Also zwei Durchgänge und. Oh, toller Duft hier. Zwei Durchgänge und dann vielleicht ein bisschen ausputzen müssen, mal sehen. Damit werden wir sicherlich gut zurechtkommen. So. Okay, beim letzten Mal war der Schaum irgendwie ein bisschen satter noch. Aber das reicht so auf jeden Fall aus. So, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich will mir nochmal eben die Hände sauber machen. An der Seife, sehr, sehr glitschig hier die Seife. Verspricht dann, ja, dass die relativ gut den Hobel gleiten lässt, denke ich mal. So, das machen wir nochmal eben schnell hier. Immer die T-Shirts voll. Oh. Deshalb habe ich meist weiße an, da sieht man das nicht so drauf. Ja. So, da ist er, der aggressive Eco. Ich bin gespannt. Ich lege ihn hier einmal an. Wir werden uns jetzt mal an den ersten Durchgang wagen. Da wird er ja wohl nicht gleich die ganze Haut abschaben. Aber man merkt, oha, die Klänge sofort deutlich auf der Haut. Und ist natürlich jetzt hier, ich habe das eben gerade schon gemerkt, wieder versucht, durch dieses leichte Gewicht zu drücken. Und ich denke, das macht einen Chaos. Also wenn der hier ohnehin schon eine relativ große Klingenbelichtung hat und man dann noch drückt, dann vergrößert man ja quasi die Klingenbelichtung. Und das ist natürlich eine Sache, die sollte man jetzt tunlichst vermeiden. Also hier werden wir heute auch sehr diszipliniert sein und jetzt über die Stellen nicht so oft rübergehen. Insbesondere dort nicht rübergehen, wo kein Schaum ist. Ja. Also, er hat das jetzt hier nicht übergründlich gemacht für den ersten Durchgang. Also, das kann man jetzt nicht sagen. Oh, hier nochmal gucken, nochmal anlegen. Ja, so fasst er ganz gut. Also, da muss man denn schon so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man so einen als aggressiv geltenden Rasierer hier in Händen hat. Aber bisher alles gut. Also beim ersten Durchgang habe ich da meistens überhaupt auch keine Probleme mit keinem Rasierer. Also, und hier nochmal. Ja, okay, also erster Durchgang komplett und
Alles heil geblieben. Kann man nicht sagen. Die Haut ein bisschen nass machen. Ja, aber beim ersten Durchgang, wie gesagt, das ist ein bisschen Wasser hier nehmen, gibt es meistens keine Probleme. Also der zweite Durchgang oder der Durchgang gegen die Wuchsrichtung, das ist immer, finde ich, so der Durchgang der Wahrheit. Ich hätte hier ein bisschen mehr Seife noch in den Borsten mir holen können. Aber so geht es auch. Also für zwei Durchgänge reicht das hier locker an Seife. Oh. Ja, die Mosavon Seife, eine ganz günstige Nummer hier in Frankreich, kostet da irgendwie nur 1-2 Euro oder so, habe ich zumindest gelesen. Selten in Frankreich und kann da nicht zu sorgen. Es wird verglichen, so wie hier in Deutschland, mit der Wilkinson Seife, so ungefähr. Ist in den meisten Drogeriemärkten da wohl zu bekommen. Ist quasi. Ja, die französische Wilkinson-Rasierseife. So, ich will mal gucken, ob das hier alles noch so einigermaßen im Lot ist. Also ich habe hier so einen neuen Halter für mein Handy und hoffe, dass das alles so hält. Irgendwie hat sich das schon wieder so ein bisschen verschoben, das Bild, wie ich sehe. Müssen wir mal gucken. Sonst muss ich das irgendwie im Videoprogramm nachbearbeiten. Muss ich mal schauen. So, jetzt werden wir einmal gegen an versuchen. Und da sind wir schön vorsichtig. Will ich jetzt auch gar nicht so viel sabbeln. Also bisher toi toi toi. Läuft das alles noch ganz gut ab hier. Also ich denke, dass er hier gerade so freundlich ist. Das hängt zum großen Teil auch mit der Klinge zusammen. Also das war eine gute Entscheidung hier mit der Leaf-Klinge. So kann ich bisher nicht sorgen gegen ihn hier. Die Klinge spürt man wirklich sehr, sehr, sehr direkt. Das ist hier so eine Stelle, da schneide ich mich neuerdings auch immer gerne rein. Da setze ich irgendwie den Hobel dann so blöd an. So. Also das ist schon gründlich hier. Weil hier so wieder diese Stelle und hier diese Stelle. Da gehen wir jetzt noch einmal über. Ansonsten finde ich das sehr gut. Also bisher, oh, das gibt es doch nicht, schon wieder hier. Das ist, was das soll, weiß ich auch nicht. Mal gucken gleich, ob das mit Wasser zugeht. Da werden wir jetzt noch einmal ganz kurz rübergehen. Das habe ich eben schon gemerkt beim Ansetzen. Da war wieder. So, und hier einmal. Und hier können wir das eigentlich quasi belassen. Wieder Blutpunkte. Es ist auch ein Ärger. So. Ja, man hört es. Hier sind noch. Stoppeln.
eben noch gesagt, ich will da nicht so oft übergehen, wo kein Schaum ist. Und jetzt mache ich es doch. Ne? Hier noch einmal. Ja, das Schöne an den Aluhobeln ist, die geben eine tolle, tolles akustisches Feedback. Also man hört dann immer da wirklich noch ganz gut, wo Stoppeln sind. So belassen wir das. Eine schöne Glätte. Und wenn man sich das jetzt anschaut, hier so zwei kleine Dinger, fand ich jetzt nicht übermäßig brutal, die Rasur. Ich will mich mal eben einmal abspülen mit kaltem Wasser. So, mal schauen. Wir gehen hier einmal mit dem Alarmblock über hier, über die, machen wir hier einmal. Das wirbelt jetzt nicht großartig. Das ist aber echt ärgerlich hier. Neuerdings, wie immer diese Stelle. Wenn die einmal geschädigt ist, wahrscheinlich. Also, eins kann ich auf jeden Fall sagen, das war eine glatte Rasur hier. Absolut glatt rasiert. Also, das muss hier noch ein bisschen zugehen. Wir müssen jetzt das Gesicht einmal trocken tupfen. Und dann gleich nochmal schauen, wie sich hier dieser kleine Punkt hier verhält. Ja, mal gucken, ob das jetzt vielleicht vom Aftershave wieder aufgeht. Kann sein, dann geht man auch noch mal kurz über. Ja, ansonsten muss ich aber sagen, eine tolle Rasur. Also es war schon so ein bisschen, es fühlte sich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen unbequem an, aber so ein bisschen unkomfortabel an, weil die Klinge doch deutlich auf der Haut spürbar war. Also kann ich schon verstehen, wenn man ihn jetzt nicht unbedingt hier, ich will ihn noch mal spülen und noch einmal hier so ein bisschen abtrocknen, wenn man ihn nicht unbedingt jetzt für die tägliche Rasur nutzen will. Also das kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen. Ich finde ihn jetzt aber nicht schlecht, muss ich sagen. Er hat schön glatt rasiert. Gründlicher als viele andere, finde ich. Also die Nacharbeiten waren wirklich nur ganz wenig, musste man nur nacharbeiten. Muss ich sagen, schöner, gründlicher Rasierer. Ja, die Geschichte mit Alu und so, das muss man auch mögen. Also wie gesagt, ich bin immer wieder dann versucht da zu drücken, muss mich da sehr disziplinieren, dann wirklich ganz locker mit dem Ding hier im Handgelenk zu agieren. Ne? So, ich glaube, das hat jetzt auch hier aufgehört. Dann werden wir uns jetzt hier diesen ganz wunderbaren Kuba Gold widmen. Ein Dupe vom Le Mal von Jean-Paul Gaultier. Da werden wir uns jetzt hier einmal. Ordentlich eingeben. Und das hier so ein bisschen. Mann, Wahnsinn. Ist das toll, Leute. Ist das toll. Hier nimmt man den Arse. Wahnsinn. Also echt erst rein. Finde ich toll. Kuba Gold. Also, wirklich ganz, ganz, ganz hervorragender Stoff, finde ich. Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ich hatte es mir, wie gesagt, ich hatte es sehr intensiv genutzt, das Le Mal, und hatte es dann irgendwann auch übergehabt. Also, ich konnte es nicht mehr riechen dann irgendwann. Und dann entwickelt man richtig so eine Antipathie dagegen. Aber jetzt hier quasi die Wiederentdeckung des Kuba Golds. Also, Wahnsinn. Also, und günstiger Stoff, der liegt so bei 3 Euro oder sowas, bekommt ihr den. Ich glaube, manchmal sogar für 2,99. Also, hier so eine Pulle. Ich weiß gar nicht, wie hier drin sind 100 Milliliter oder 150 sogar. Kann man das hier lesen? 100 Milliliter für 3 Euro. Gibt es, glaube ich, auch bei Amazon. Da war das, glaube ich, auch auf meiner Amazon-Wunschliste drauf. Da ist es dann meist ein bisschen teurer. Ich glaube, bei Perfume Dreams oder Perfimo oder so bekommt man den für 2,99. Toller, toller Stoff. Also kann ich nur empfehlen. Macht sich auch einigermaßen im Bad gut. Ne? Also finde ich so, so ein bisschen. Gibt es
unterschiedliche Sorten auch noch, die denn teilweise wirklich aussehen wie so eine Zigarre und so. Also müsst ihr mal reingucken. Kuba Gold, tolle Nummer. So, jetzt eine schöne Pflegenummer hinterher. Ein bisschen Nivea. Hier unten auch so ein kleiner roter Fleck. Was soll denn das? Ja, wenn wir uns hier so eine kleine... Tschup, oh, das war wahrscheinlich zu viel. Wollen wir die Brille abnehmen? Also dieser Duft, der beflügelt mich wieder. Also, oh. Jetzt nochmal hier in die Villa drüber. Pflegen wir uns schön. Oh. Ja, super. Eine super Rasur, finde ich. Ich fühle mich total gut. Oh. Mit diesem netten Duft hier auch. Dufterlebnis. Also, ja, wenn ich hier nochmal schaue, kann man auf jeden Fall sagen, für mich war das eine tolle Rasur mit super Produkten. Vielen Dank, Sigi, nochmal, dass du ihn mir hier zugeschickt hast. Ich werde ihn dir jetzt wieder einpacken. Ich habe ja noch einen Rasierhobel von dir. Ich will mal sehen, dass ich den jetzt die Tage auch nochmal teste. Dann kann ich dir die beiden Dinge auf jeden Fall wieder zurückschicken. Ja, war eine tolle Rasur für mich, muss ich sagen. Wenn ihr Fragen habt zu den Produkten, wenn ihr Anregungen geben wollt oder einfach auch nur einen Kommentar hinterlassen wollt, nutzt gerne die Kommentarfunktion. Für mich war das jetzt eine prima Rasur. Ich kann verstehen, wenn man sagt, er ist so ein bisschen, man hat unheimlich viel Blade Feel hier mit dem Ding und dass man sagt, also für eine tägliche Rasur ist er nichts, aber ansonsten würde ich ihn jetzt nicht als super aggressiv einstufen. Also ich bin einigermaßen gut mit ihm klargekommen. Ne? Und er hat mich hier weitestgehend auch in Ruhe gelassen. Also da sind andere Rasierhobel, finde ich, ja, vom Feeling her, dann doch noch ein Stück aggressiver. Ne? Man fühlt sich sicher damit. Also die Klinge ist hier optimal eingespannt. Man hat nicht das Gefühl, diese Klinge hin und her flattert oder so, obwohl sie ein ganzes Stück raussteht. Also man merkt die schon sehr, sehr stark. Oder sehr direkt. Aber wie gesagt, hier mit der Leaf-Klinge, wo ist jetzt hier die Packung, lief das ganz gut. Mit der Leaf lief das ganz gut. Ist doch auch, ja. Für mich war das eine schöne Rasur. Ich würde ihn jetzt, weiß ich nicht, ob man ihn so in die tägliche Rotation mit reinnehmen kann, aber eigentlich würde ich da jetzt nicht unbedingt was gegen haben. Ja, astreiner Rasierer, finde ich. Der Razor Rock. Nicht Hawk, Hawk heißt der Vorgänger, glaube ich, der Razor Rock Eco. Kann ich empfehlen. Also jeder, der es ein bisschen direkter im Gesicht haben möchte, der kann gut hier zum Razor Rock Eco greifen. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, hier reinzuklicken und dann auch noch durchzuhalten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund und munter bis dahin. Ich sage tschüss, bis demnächst.